die Break-Anweisung. Und hier sehen wir, wo unter Umständen das Label benutzt werden kann. Die Break-Anweisung wird gebildet aus dem Schlüsselwort Break, optional einem Label und einem Semikolon. Sinn und Zweck ist es, einen Block, einen bestimmten Block, eine bestimmte Blockanweisung vorzeitig verlassen zu können. Manche oder manchmal hört man, es ist im Prinzip ein sogenanntes Go-To, was in der imperativen Programmierung für höhere Programmiersprachen, höhere moderne Programmiersprachen verpönt ist. Aber es ist eigentlich kein richtiges Go-To, weil durch das Verlassen eines Blockes direkt klar wird, wohin der Programmablauf verzweigt. Das werden wir hinterher in dem Beispiel noch sehen. Die Semantik. Eine Break-Anweisung bewirkt, fehlt das Label, also Break, Semikolon, so wird das innerste Do, While, For oder Switch, was Switch auf sich hat, dazu hinterher noch mehr, verlassen. Existiert ein umgebendes Do, While, For oder Switch mit einem angegebenen Label, so wird dieses verlassen. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Ich habe hier eine Vorschleife und hier kommt ein Break. Normalerweise wird hier der Wertebereich von 0 bis 5 durchlaufen, beziehungsweise bis 4, 2 kleiner 5. Wenn aber innerhalb dieser Vorschleife irgendwann das Ergebnis hier größer als 10 wird, dann erfolgt ein Break. Das Break führt dazu, dass die Voranweisung unmittelbar verlassen wird. Das heißt, es wird verzweigt an die Anweisung, die dem Vor folgt.